Es ist noch nie so viel gepredigt worden wie heute. Die Weltanschauung, die Ideologien und ihre Vertreter. Es predigen die Buddhisten. Sie haben ihre Missionare ausgeschickt zu Tausenden, nur um eines zu erreichen, Menschen zur Selbsterlösung zu bringen. Weil ja alle merken, ich muss erlöst werden. Ich muss erlöst werden. Es ist nicht auszuhalten. Und nun kommt Buddha und seine Leute und sagen, hier ist der Weg. Erlöse dich selbst. Hier schreibe ich dir 8 Wege vor. Ich, Buddha, der Mensch, bin vorangegangen. Folge mir und du wirst ankommen im Nirvana. Du wirst ankommen in der Erleuchtung. Und in dieser Erleuchtung wird nichts drin sein, gar nichts. Nur du, der Erhabene, der Erhobene. Und alle anderen, die es nicht schaffen, nun sollen die zusehen, wie sie klarkommen, ja? Schauen Sie, meine Freunde, da kommen die Mohammedaner, die Muslime. Sie kommen nach Europa, sie kommen nach Deutschland und bauen ihren Tempel bei Frankfurt. Und haben in ihren Tempel viele Türen. Darunter eine Tür, die Jesus heißt. Ja, aber nur eine, unter anderem. Jesus ist aber über allen anderen. Nein, wenn alle Religionen gleichgültig sein sollen, dann sind sie mir alle gleichgültig. Jesus Christus sagt, ich bin die Wahrheit. Und niemand kommt zum Vater, denn durch mich diese Wahrheit. Und deswegen haben wir Christen dieses eine zu bringen. Diese Wahrheit, diesen Christus, indem wir ihn selber leben, ihm selber gehorchen. Nicht wahr? Meine lieben Freunde, es gibt welche, die sagen, ja, was soll's denn? Ich alleine schaffe doch gar nichts. Ich alleine bin doch nichts. Wir kleine Schar, wir schaffen doch nichts. Dazu braucht man doch Millionen Menschen und Millionen Mark. Lassen Sie sich Folgendes vorlesen. Es ist eine Schande für die Kirche des 20. Jahrhunderts, dass offensichtlich mehr Eifer unter den Kommunisten und Sekten als unter den Christen herrscht. 1903, hören Sie gut zu. 1903 begann ein Mann mit 16 Anhängern seinen Angriff auf die Welt. Sein Name war Lenin. 1918 hatte sich die Zahl auf 40.000 erhöht und mit diesen 40.000 erlangte er die Kontrolle über die 160 Millionen Menschen Russlands. Die Bewegung ging voran und beherrscht nunmehr ein Drittel der ganzen Weltbevölkerung. So sehr man gegen ihre Grundsätze sein mag, so sehr muss man den Eifer dieser Menschen bewundern. Meine lieben Freunde, ein Mann und 16 Anhänger kontrollieren heute fast 2/3 der Menschheit. Sind auf dem Vormarsch, den Weltkommunismus zu verbreiten. Aber sie haben nicht Bücher geschickt alleine. Sie haben Menschen geschickt. Menschen, die bereit waren, für ihre Lehre in die KZs zu wandern. Massenweise. Menschen, die bereit waren und sind noch bereit, in Amerika sich als Kommunisten verfolgen und verhöhnen und verspotten zu lassen. Meine Freunde, es ist eine Schande. Es ist eine Schande, dass alles das, was Christus von seiner Gemeinde gesagt hat, dass alles das von den Kommunisten gesagt werden kann. Ich lese vor. Ein Edelkommunist in Amerika, ein junger Mann, sagt Folgendes. Wir Kommunisten haben eine verhältnismäßig hohe Unfallrate. Wir sind diejenigen, die erschossen, erhängt, gelyncht, geteert, gefedert und eingesperrt und verleumdet und verhöhnt und aus unserer Stellung geworfen werden, denen man auf alle erdenkliche Weise das Leben schwer macht. Ein bestimmter Prozentsatz von uns wird getötet oder eingesperrt. Wir leben buchstäblich in Armut. Wir übermitteln jeden Pfennig unserer Partei, außer dem Allernotwendigsten, das wir brauchen, um uns am Leben zu erhalten. Wir Kommunisten haben weder Zeit noch Geld für viele Kino- oder Konzertbesuche, für große Koteletts oder ein anständiges Heim oder neue Wagen. Wir werden als Fanatiker beschrieben. Wir sind es. Unser Leben wird regiert von einem großen, alles überschattenden Faktor, dem Kampf für den Weltkommunismus. Wir Kommunisten haben eine Lebensphilosophie, die mit keiner noch so großen Geldsumme zu erkaufen ist. Wir haben eine gerechte Sache, für die wir kämpfen und ein klares Ziel für unser Leben. Unser eigenes, kleines Ich wird der großen, menschlichen Bewegung untergeordnet. Und wenn unser persönliches Leben hart zu sein und unser Ich an der Unterordnung unter die Partei zu leiden scheint, so werden wir doch reichlich entschädigt durch den Gedanken, dass jeder Einzelne von uns zu etwas Neuem, zu etwas Wahrem und Besserem für die Menschheit beiträgt. Oh, welch ein Glaube, welch eine Hoffnung und welch ein Einsatz. Und was haben wir? Wir, die wir es wagen, gegen die Atheisten zu sprechen. Wir, die wir es wagen, mit Finger auf sie zu zeigen. Wir, die wir es wagen, sie zu verdammen im Namen Jesu Christi, sind selber verdammungswürdig.